spielen zusammen, wir lachen zusammen. Zusammen sind wir die Katzen Fuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später. Wir sind sehr verschieden, gemeinsam nur glücklich. Wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auf. Wir kommen mal Mama Fuchs und Papa Dachs. Der Ball im Wald. Weißt du noch, der letzte Ball im Wald war bei Martins Familie. Ja, ich freue mich schon so auf dieses Mal. Und weil heute bei uns gefeiert wird, werden meine Eltern den Eröffnungstanz tanzen. Das ist Tradition. Ich fürchte, wir müssen passen. Oben am Fluss ist ein Damm gebrochen. Das heißt, wir haben heute noch viel Arbeit. Aber wer ist dann heute Abend der Gastgeber? Nun, die Familie, die als nächstes dran wäre, muss für uns einspringen. Wer ist nächstes Jahr dran? Die Füchse und Dachse. Sag deinen Eltern Bescheid, Rosi. Und bitte sie für uns um Entschuldigung. Komm schon, Biber. Oh, es tut mir so leid. Wartet, ich habe große Neuigkeiten. Welche denn? Bibers Eltern können den Ball nicht ausrichten, also sind wir dran. Und um die Tradition fortzuführen, müsst ihr den Eröffnungstanz tanzen. Aber, wirklich? Wie, ich meine, so kurzfristig? Wir haben gar keine Zeit, um... Nein, das ist unzumutbar. Komm schon, Edmund, das ist nicht so schwer. Wir müssen nur etwas zu essen und zu trinken zu der Wiese bringen und ein kleines bisschen dekorieren. Ja, aber ich weiß einfach nicht. Keine Sorge, die Kinder und ich kümmern uns darum. Könntest du ein paar Pflaumen sammeln gehen? Also. Ihr zwei benehmt euch seit eben so merkwürdig. Nun, es ist so... Papa wird sicher nie den Eröffnungstanz tanzen. Warum denn nicht? Er hasst Tanzen. Er glaubt, dass er das einfach nicht kann. Und er erfindet immer irgendwelche komischen Ausreden, um drumherum zu kommen. Oh nein! Mama wird ja so enttäuscht sein. Wir müssen eine Lösung finden, um ihn zum Tanzen zu überreden. Edmund! Papa! Papa? Papa! Der Pflaumenbaum! Nein, er ist nicht hier gewesen. Es liegen immer noch Pflaumen auf dem Boden. Oh Mist, wo sollen wir ihn suchen? Hallo Oma! Hallo Oma! Oh, Kinder, was macht ihr denn hier? Es ist so schön, euch zu sehen. Wir suchen Papa. Hast du ihn gesehen? Nein. Warum? Wir wollten ihm beim Pflaumensammeln helfen. Weil heute Abend unsere Familie den großen Ball im Wald ausrichtet. Margret wird bestimmt sehr glücklich sein. Oma, kennst du ein Heilmittel für Leute, die nicht tanzen können? Für wen denn? Für, Louis. Hä? Ich? Ich bin sicher, dass du ein sehr guter Tänzer bist. Weißt du, das Wichtigste beim Tanzen ist, dass man sich richtig mit Leib und Seele reinhängt. Dann ist alles gut. Beim Tanzen geht es außerdem darum, nicht zu viel zu denken und sich einfach gehen zu lassen. So. Siehst du, Louis, es ist ganz leicht. Lass dich einfach gehen. Danke, Oma. Mama, sieh mal, ich habe ein paar Blumen gepflückt. Oh, die sind wunderschön, Schätzchen. Tun wir sie hier hinein. So. Das ist ganz toll, meine kleine Emmy. Oh, hallo, Edmund. Wie kommt ihr mit den Partyvorbereitungen voran?
Gut, sehr gut sogar. Das ist ja großartig. Ich kann kaum erwarten, es zu sehen. Bis heute Abend. Oh nein. Edmund? Papa? Edmund! Glaubt ihr, Omas Methode funktioniert wirklich? Ja, ganz sicher. Nun, mich betrifft das sowieso nicht, weil ich ja schon lange weiß, wie man tanzt. Oh, was du nicht sagst, Brüderchen. Lasst es uns versuchen. Man darf nur nicht zu viel nachdenken und man muss sich einfach treiben lassen. Ein Kinderspiel. Ich weiß, was man machen muss. Okay, dann mal los. Badu, badu, badu bidua, ba pa pa bidua. Badu, badu, badu bidua, ba pa pa bidua. Ziemlich gut, nicht wahr? Ja, nicht schlecht. Warum machst du es denn dann nicht? Zeig uns, was du drauf hast. Badu, badu, badu bidua, ba 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 bidua. Badu, badu, badu bidua, ba 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 bidua. Badu, badu. Sehr gut gemacht. Ihr Kinder seid echt gute Tänzer. Oh, hallo Lukas. Hast du Edmund gesehen? Ja, er ist auf dem Hügel. Ah, danke, Lukas. Badu, badu, badu bidua, badu, badu. Papa! Hm? Hallo, Papa. Hast du die Pflaumen gesammelt? Ja, hab ich. Ich hab nur eine kleine Pause gemacht. Du bist nervös wegen heute Abend, nicht wahr? Ich? Nervös? Kein bisschen. Weswegen sollte ich denn nervös sein? Papa, wir wissen, dass du tanzen nicht magst. Aber Rosi kann es dir beibringen, wenn du möchtest. Oh, weia. Oma hat uns ein Geheimnis verraten. Beim Tanzen geht es darum, nicht so viel zu denken und sich treiben zu lassen. Versuch's einmal. Folge einfach den Bewegungen und du wirst sehen, es ist ganz leicht. Na gut. Solange ihr beiden nicht zuseht. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Badu, badu, badu bidua, ba 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 bidua. Badu, badu, badu bidua, ba 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 bidua. Oh nein, das werde ich niemals lernen. Doch sicher, Papa, versuch's weiter. Wir werden Margret die Pflaumen bringen. Na los, nochmal von vorne. Hallo, Margret! Ah, die Pflaumen. Seid ihr zwei alleine? Was ist mit Edmund und Rosi? Ja, die kommen gleich. Mama und ich haben angefangen, ein Lied zu schreiben. Stimmt's, Mama? Mhm. Ja, wir haben den Text fertig. Der geht so. Verlasst eure Höhlen. Kommt aus eurem Bauen hinaus. Holt eure Trommeln und Instrumente raus. Wir singen zusammen, groß und klein. Zusammen tanzen, das ist fein. Beim Ball im Wald ist keiner allein. Mit Instrumenten wäre es noch viel besser. Es wäre großartig, wenn ihr zwei uns begleiten könntet. Wir sind dabei. Badu, badu bidua, ba ba badu bidua. Und drei, vier. Badu, badu, badu bidua, ba ba badu bidua. Gut, ich muss Mama helfen. Und du übst schön weiter. Also, Hacke Spitze, Hacke Spitze, Hacke. Oh nein. Oh, Papa hat sich verletzt.
komm schon, Emmy. Selbst du kannst sehen, dass er nur so tut, als ob. Ja. Oh, was für ein großer Käfer. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Was machst du da? Wart's nur ab. Oh, Edmund, was ist denn mit dir passiert? Also, ob du's glaubst oder nicht, ich... Nun, ich meine, wie du siehst, hab ich... Oh, wow, wie stylisch. Das war echt klasse! Ich hätte nie gedacht, dass du so gut tanzen kannst. Oh, der Ball wird wundervoll werden. Oh, glaubst du wirklich? Was haben wir den Kindern zu verdanken? Weißt du, ich hatte große Angst, mich zum Trottel zu machen. Für diejenigen, die einen lieben, ist man niemals ein Trottel. Die Gäste kommen. Da kommen sie. Das ist der perfekte Zeitpunkt. Wir sind natürlich bereit. Und eins, zwei. Verlasst eure Höhlen, kommt all hinaus. Holt Instrumente und Trommeln heraus. Wir singen zusammen, groß und klein. Zusammen tanzen, das ist fein. Beim Ball im Wald ist keiner allein. Nach Hause zu gehen. Aber wo ist denn nur der Bau? Ich glaube, hier entlang. Oder ging es vielleicht hier entlang? Hey, Papa, weißt du, wo Rosi ist? Sie wollte zum Pflaumenbaum gehen, weißt du, auf der anderen Seite des Hügels. Aber das ist kilometerweit weg. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Natürlich nicht. Sie schlägt sich wahrscheinlich gerade ihren Bauch voll. Siehst du, da ist sie ja schon. Ist alles in Ordnung, Rosi? Ja. Ja, alles gut. Und? Wie waren denn die Pflaumen? Ich konnte sie nicht finden. Um ehrlich zu sein, habe ich mich verlaufen. Ich kenne den Teil des Waldes noch nicht sehr gut. Ein Fuchs findet immer seinen Weg zurück, ob mit oder ohne Pfad. Ja, aber das ist es ja gerade. Alle Wege sehen völlig gleich aus da drüben. Ich bring dich zum Pflaumenbaum, kleine Füchsin. Und ich zeige dir, wie man sich im Wald zurechtfindet. Danke, Opa. Kann ich auch mitkommen? Ich will auch lernen, den Weg zu finden. Du meinst wohl, du möchtest die Pflaumen probieren. Das ist nicht besonders vernünftig, Louis. Es ist nicht besonders vernünftig, Großvater Fuchs zu folgen? Ich kenne diesen Teil des Waldes wie meine Westentasche. Das glaube ich ja sehr gerne, aber... Aber? Ja, aber nichts. Großartig. Rosi, Louis, lasst uns aufbrechen. Aber? Aber ich sollte Ihnen lieber folgen. Ich fühle mich nicht besonders wohl bei der Sache. Sag doch die Wahrheit. Du vertraust Papa nicht. Oh doch. Aber ich sollte Ihnen trotzdem lieber folgen. Kannst du bitte die Werkzeugkiste wegräumen? Als ich ein junger Fuchs war, kam ich oft hierher, um mit meinen Freunden zu spielen. Das
muss aber ganz schön lange her sein, nicht wahr, Opa? Und so kam es, dass wir eines Tages diese fabelhaften Pflaumen entdeckten. Oh, sind sie denn wirklich so gut? Sie sind nicht nur gut, Luis, sie sind köstlich. Die erste Lektion in Orientierung. Seht euch das Moos, das am Baumstamm wächst, sehr gut an. Es ist auf der Seite, die nach Norden zeigt, oft dicker. Oh, seht mal, hier drüben ist ja noch mehr Moos. Also zeigt diese Seite hier nach Norden. Das trifft sich gut, denn unser Pflaumenbaum befindet sich im nördlichen Teil dieses Waldes. Hast du das gerade gehört, Opa? Was? Das ist nur ein Eichhörnchen. Lektion Nummer 2. Wenn man sich nicht verlaufen will, muss man alles genau beobachten. Und das bedeutet, man muss sich alles merken, was besonders auffällt. Wie dieser umgefallene Baum? Ja, sehr gut, Luis. Und dieser Stein, der sieht aus wie eine Schildkröte. Gut beobachtet, Rosi. Und jetzt, Kinder, beobachten wir nicht nur mit unseren Augen, sondern auch noch mit unseren Ohren. Das ist ein Kuckuck. Und jeder einzelne Kuckuck hat einen anderen Ruf. Wenn wir diesen Weg zurückgehen, werden wir diesen Ruf wiedererkennen. Kuckuck, 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 Kuckuck. Das ist nicht derselbe Kuckuck. Das ist aber ein sehr seltsamer Kuckuck. Die dritte und letzte Lektion. Wenn ihr euch trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen verlaufen solltet, macht etwas Krach, damit euch jemand finden kann. Ja, genau so. Das machen wir, wenn wir uns jemals verlaufen. Kommt schon, gehen wir weiter. Wir sind fast da. Seht nur, die Pflaumen. Die sind noch nicht reif. Aber die da drüben sind vielleicht reif. Rosi, kannst du mir vielleicht helfen? Na klar. Sieh an, sieh an. Es sieht so aus, als ob uns tatsächlich jemand folgen würde. Ich hab's fast. Gute Arbeit, Louis. Du hast eine. Pfui, die sind auch noch nicht reif. Igitt. Wo ist dein Opa hingegangen? Ich weiß nicht. Er ist bald zurück. Sollen wir mit dem Holz eine Bude bauen, während wir warten? Nein, das ist blöd. Könnten wir stattdessen nicht Kieferzapfen sammeln? Oh, nein. Komm schon. Oh! Opa, ist alles in Ordnung? Edmund, du warst also derjenige, der uns gefolgt ist. Wer? Ich? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur nach Pilzen fürs Abendessen gesucht. Du vertraust mir nicht. Oh, dieser hier ist super duper schön. Oh, unglaublich. Mir ist langweilig. Jetzt hast du ja einen. Spielen wir Fang? Nein, du gewinnst ja immer. Denk dir was anderes aus. Was ist mit Verstecken? Versteck dich, wenn du willst. Ich sammle Kieferzapfen. Ich störe nur ungern, aber bist du sicher, dass der Pflaumenbaum in dieser Richtung ist? Ich würde sagen, er ist eher in dieser Richtung.
Und ich dachte, du würdest meinem Orientierungssinn vertrauen. Ja, tue ich ja. Sieh nur, von da sind wir gekommen. Da ist dein Pfotenabdruck. Wohl eher nicht. Also, ich gehe jetzt hier lang. Ich bin sicher, dass es hier lang zum Pflaumenbaum geht. Genieß deinen Spaziergang. Hey, gib ihn zurück! Der da ist perfekt! Was willst du denn? Oh, meinst du etwa diesen Kieferzapfen? Wirklich sehr lustig. Den hier? Au! Mir reicht es jetzt wirklich. Ich gebe auf. Hier, du kannst ihn wieder haben. Danke. Ich krieg gerade Hunger. Du auch? Ja. Was um Himmels Willen macht Opa nur? Wir können ihn einfach mal rufen. Opa? Ah, na klar, ich verstehe. Das ist ein Test, um zu sehen, ob wir den Weg zurück zum Bau finden können. Du hast recht. Komm schon, gehen wir. Sieh mal das Moos. Wir sind auf dem richtigen Weg. Der Schildkrötenstein. Und der umgefallene Baum. Opa? Opa? Hallo, Mama. Hallo, Kinder. Sind Opa und Edmund nicht bei euch? Was? Papa? Ja, er ist euch gefolgt, um sicher zu sein, dass alles in Ordnung ist. Ah, das erklärt ja alles. Opa muss ihm nachgegangen sein. Ach, früher oder später kommen sie nach Hause. Oh, du bist das. Ich glaube, wir haben uns verlaufen. Das Moos verrät uns, in welche Richtung Norden ist. Aber da wir offensichtlich im Kreis gegangen sind, können wir keine Rückschlüsse daraus ziehen. Wie ich eben gesagt habe, wir haben uns verlaufen. Das wäre nie passiert, wenn du uns nicht gefolgt wärst. Oh, der war wirklich gut. Und ich dachte, du wärst der König im Wege finden. Wir haben nichts zu verlieren. Wir sollten jetzt Lektion 3 anwenden. Wir sind hier! Wir sind hier! Wir haben uns verlaufen! Mama, da draußen macht jemand so viel Krach, da kann ich nicht schlafen. Hallo! Das sind Opa und Edmund. Wir müssen ihnen antworten. Hier sind wir, Opa! Hier sind wir, Edmund! Hm? Ah, na siehst du, die Kinder haben mir tatsächlich zugehört. Hier lang, Opa! Na, habt ihr euch verlaufen? Edmund hatte sich verlaufen. Ich habe ihm dann beigebracht, wie man zurückfindet. Was? Machst du Witze? Wir wären früher zu Hause gewesen, wenn du auf mich gehört hättest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ohne meinen angeborenen Orientierungssinn niemals zum Bau zurückgefunden hätten. Oh, der war nicht schlecht. Und was war mit dem Moos? Welches Moos? Wir spielen zusammen, wir lachen zusammen, zusammen sind wir die Katzenfuchsfamilie. Wir streiten uns manchmal, vertragen uns später, wir sind sehr verschieden. Gemeinsam nur glücklich, wir teilen uns einen Bau, dieselben Freunde, Lieder auf. Wir kommen mal Mama Fuchs und Papa Dachs. Louis will fliegen. Na,
Nach dem Frühstück möchten Margret und ich einen langen Spaziergang machen. Wohin geht ihr? Wer weiß, hm? Wir haben Lust auf ein Abenteuer. Das ist eine richtig fuchsige Idee von euch. Können wir mitkommen? Oh ja, wir lieben Abenteuer. Ich will auch Abenteuer erleben. Du bist zu klein, meine süße Zuckerschnute. Du wirst zu Hause im Bau bleiben, zusammen mit Matteo und Louis. Oh. Und Rosi. Oh, das ist so unfair. Passt gut auf Emmy auf. Bis heute Abend. Warum machen wir uns nicht auch einen Abenteuertag? Ja, lasst uns unseren Wald neu erforschen. Ich kenne einen Ort mit riesigem Obst und Gemüse. Obst und Gemüse? Das nennst du ein Abenteuer? Und was würdest du Abenteuer nennen? Für mich besteht ein Abenteuer darin, Apparaturen zu erfinden und sie dann zu bauen. Oh, erforschen finde ich besser. Was für Dinge würdest du denn so erfinden, Louis? Na, eine Flugmaschine. Ich würde so gerne fliegen. Fliegen? Wow! Aber sowas wie fliegende Dachse gibt es doch gar nicht. Sagt wer? Ich möchte so gerne mit Louis fliegen. Dann sucht jeder sein eigenes Abenteuer. Und wir erforschen zusammen die Welt. Okay, Rosi? Mhm. Gut, wir basteln jetzt ein paar Flügel. Kommst du, Emmy? Wir basteln ein paar Flügel. Wir basteln ein paar Flügel. Ja! Gehen wir hier lang zum Fliegen? Bis später, ihr fliegenden Abenteurer. Ich glaube, hier werden wir alles finden, was wir brauchen. Sieh mal, hiermit werde ich die Flügel verschönern. Noch zwei davon und dann können wir fliegen. Zumindest über den Fluss. Ja, genau wie die Vögelchen. Bist du sicher, dass das hier der Weg zu dem riesigen Obst und Gemüse ist? Traust du dich etwa nicht? Doch, klar. Au! Au! Was ist das denn? Oh, das haben Menschen gemacht. Das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wofür ist das gut? Das sieht irgendwie aus wie ein Musikinstrument. Das finden wir später heraus. Komm schon, wir haben genug getrödelt. Wenn der Flügel etwa so ist und der Wind kommt dann von... Warum hast du deinen Finger abgeleckt? Um herauszufinden, woher der Wind weht. Probieren wir es aus? Ja! Eins, zwei, drei, los! Oh nein, der Flügel ist schon durchgebrochen. Erfinder lassen sich nicht entmutigen. Die Flügel waren einfach zu klein. Es muss noch was Besseres zum Fliegen geben. Ich hab's. Gehen wir zurück zum Bau. Ich werde nur einen Flügel bauen, aber den baue ich viel größer. Und dann fliegen wir hoch in den Himmel. Du wirst jetzt jeden Moment den wunderbarsten Ort der Erde kennenlernen. Schließ deine Augen. Mach sie erst auf, wenn ich es dir sage, okay? Ja. Okay, jetzt kannst du deine Augen öffnen. Tada! Und? Hey, warte, hier dürfen wir nicht hingehen. Das ist verboten, haben Papa und Margret gesagt. Aber das macht es ja zu einem Abenteuer. Wir überschreiten Grenzen, um zu forschen. Das bringt das Herz zum Rasen. Deshalb ist es so aufregend. Nach dir. Komm
schon, los geht's! Abenteurer kennen keine Angst! Wow! Das ist großartig! So etwas findet man nicht im Wald. Oh, was für ein schönes Bild. Leider werden wir den Namen nie erfahren. Forscher geben ihren Entdeckungen sehr oft ihren eigenen Namen. Das ist eine Matteo-Keule. Und das ist eine runde Rosi. Wow, die sind ja echt riesig. Die sind ja so unglaublich lecker. Ich liebe dieses Abenteuer. Gute Arbeit, nicht wahr? Können wir zusammen fliegen? Bitte sag ja. Kletter auf meinen Rücken und halt dich gut fest. Ja! Bist du bereit? Ja. Auf 3, 2, 1, los! Oh, Louis, ich möchte wieder runter! Bitte sei vorsichtig. Keine Sorge, ich habe alles im Griff. Oh, du bist echt der Allerbeste. Oh, fliegen ist echt doof. Die anderen hatten recht. Dachse können nicht fliegen. Ich will aber sehen, wie du fliegst. Wir brauchen ein Sprungbrett für den Start. Aber wenn es wieder nicht klappt, reicht es mir. Wir sollten vermutlich wieder nach Hause gehen. Meinst du nicht? Was, wenn wir allen ein paar riesige Himbeeren mitbringen würden? Dann wüsste Papa sofort, wo wir die herhaben. Ja, da hast du recht. Wie schade für die anderen. Sie hätten mitkommen sollen. Hey, leihst du mir mal deinen Schatz? Wow, super! Hey, gib her, gib her! Gib her, ich hab das gefunden! Ja, aber ich hab die Geräusche gemacht. Der Hund! Der sollte eigentlich nicht bei unserem Abenteuer dabei sein. Verschwinden wir von hier! Wartet, bis ich euch kriege! Rosi, Hilfe! Wir müssen uns verstecken. Ich werde da hochklettern und du versteckst dich da drin. Da kommt er. Hier riecht es nach Fuchs. Und auch nach Dachs. Hier ist es perfekt. Psst, er darf uns nicht sehen. Ich habe alle Zeit der Welt. Was um Himmels Willen macht Rosi da? Ich kann Matteo nirgendwo sehen. Da! Wir müssen Papa und Margret finden, um sie da rauszuholen. Alles okay? Seid ihr verletzt? Wir sind okay. Und was ist mit euch? Ihr habt uns gerettet. Dein Flügel ist echt fantastisch. Wir sind geflogen wie Vögelchen. Kommt schon, verschwinden wir von hier. Man kann nie wissen, vielleicht kommt er zurück. Mm-hmm.
über unser Abenteuer im Gemüsebeet, okay? Mhm. Und? Habt ihr Spaß gehabt, Kinder? Ja, das war wirklich toll. Seht mal, was Louis und ich gebaut haben. Ein Flügel zum Fliegen. Zum Fliegen? Oh, was für eine tolle Erfindung, Louis. Habt ihr eine Kordel? Aber bitte seid vorsichtig damit. Oh, Papa ist genauso ängstlich wie der Hund. Welcher Hund? Wo seid ihr gewesen? Nirgendwo. Matteo hat nur so getan, als sei er ein Hund und hat sich einen Spaß daraus gemacht, uns zu jagen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wie wär's, wenn wir jetzt nach einer Kordel suchen? Ja! Wie wirst du das nennen? Fliegender Dachs. Vor. Oh, was glaubst du denn? Es ist immer das Gleiche. Was machst du da, Rosi? Wenn Matteo mitgeht, komme ich nicht mit. Und ich komme nicht mit, wenn Rosi mitgeht. Louis, kannst du bitte versuchen, die beiden Streithähne zur Vernunft zu bringen? Ich halte das nämlich nicht mehr aus. In der Zwischenzeit gehen wir mal ein bisschen frische Luft schnappen. Du verschwendest deine Zeit, Louis. Wir werden unsere Meinung nie ändern. Doch, werdet ihr. Ich habe genug von euren Streitigkeiten. Alle kriegen schlechte Laune. Das ist nicht meine Schuld, dass wir uns nicht verstehen. Nun, meine Schuld ist es garantiert auch nicht. Hört mal, wir müssen alle miteinander klarkommen. Papa und Margret haben sich nun mal entschieden, zusammen zu leben. Das bedeutet, dass wir unseren Papa teilen müssen. Mit Rosi. Und ich muss meine Mama sogar mit euch dreien teilen. Oh, Füchse und ihre Launen. Wer braucht das schon? Ich wünschte, ihr werdet nie hier eingezogen. Ausnahmsweise bin ich mal deiner Meinung. Ich wünschte, nichts davon wäre geschehen. Mir ging es allein sehr gut mit meinen eigenen Eltern. Hey, ich hab's. Wollt ihr auch, dass alles wieder so wird wie früher? Na klar. Erzähl schon. Okay. Bruno! Bruno! Huhu! Bruno! Bruno! Hm? Hallo Jungs, warum ruft ihr nach mir? Oh, Bruno, da bist du ja. Wir haben eine Botschaft für dich von Rosi, nicht wahr, Louis? Ja, sie will sich mit dir treffen. Sie fragt, ob du da hinten beim Fluss auf sie warten könntest. Wirklich? Oh, wie schön. Dann kann ich am Wasser noch etwas schlafen. Das ist ein schönes Plätzchen. Danke, Jungs. Schönen Nachmittag. Oh, weißt du, zu lügen gefällt mir gar nicht. Zu spät. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Zeit für die zweite Stufe. Ab nach Hause und Papa überzeugen. Mama, kann ich mit dir über etwas reden? Unter vier Augen? Ah, mein riesengroßer Papa. Ich hol dann mal meine Tasche. Was ist denn los? Können wir einen Spaziergang machen? Ich meine, nur wir beide. Seit wir hierher gezogen sind, hatten wir kaum Zeit für uns alleine, Mama. Nur wir Füchse. Wart hier mal einen Augenblick. Wenn Rosi Zeit mit dir alleine verbringen möchte, ist das für mich in Ordnung. Danke. Ich gehe mit ihr spazieren und dann treffen wir uns alle am Nachmittag wieder.
Habt ihr Papa getroffen? Ja, es kann losgehen. Er wartet da hinten beim Fluss auf dich. Perfekt. Es dauert nicht mehr lange und wir müssen nicht mehr zusammenleben. Danke, Rosi. Dann wird es uns ganz bestimmt viel besser gehen. Mhm. Ihr zwei seid so seltsam. Okay, Jungs, kann's losgehen? Bereit, Rosi? Ja, wie wär's, wenn wir zum Fluss gehen? Na klar. Dann bis später, meine Lieben. Ich mag Rosi und Margret wirklich gern. Das wird ganz komisch für mich, wenn sie ausziehen. Willst du mich auf den Arm nehmen? Endlich werden im Bau wieder Ruhe und Frieden herrschen. Darauf kannst du dich verlassen. Wohin gehen wir denn, Jungs? Wir klettern auf den Hügel. Wirklich? In Ordnung. Aber ich warne euch, der ist sehr steil. Der Weg zum Fluss wäre flacher, meinst du nicht? Wir müssen Rosi mit ihren Eltern doch alleine lassen. Unsere Zukunft steht hier auf dem Spiel. Wir werden auf dem Hügel eine ganze Menge Spaß haben, nur wir vier Dachse. Nein, ich vermisse Rosi und Mami. Bis zum Nachmittag dauert's noch so lang. Geht es nur mir so oder hörst du auch Bruno schnarchen? Papa, was für eine Überraschung! Oh, meine fliegende Prinzessin! Hallo, Bruno. Hallo, Margret, wie geht es dir? Ich bin ehrlich gesagt etwas überrascht. Normalerweise sagst du uns, wenn du in der Gegend bist. Rosi, hast du nicht gesagt, dass ich auf deinen Wunsch hierher komme? Deine Brüder haben gesagt, ich soll hier warten. Erstens sind sie nicht meine Brüder und zweitens wollten sie uns bestimmt eine schöne Überraschung bereiten. Wie auch immer, das war eine gute Idee. Jetzt machen wir drei einen schönen Spaziergang. Das wird genau wie früher. Also, was möchtet ihr spielen? Mach doch mal halblang. Lasst uns erst mal die großartige Aussicht bewundern. Ein Purzelbaumwettbewerb? Gute Idee! Warum machen wir nicht zuerst ein Nickerchen? Guckt mal, was uns Margret eingepackt hat. Ja! Du hast gewonnen. Nächste Runde. Warte mal, ich möchte sehen, was Mama uns zu essen gemacht hat. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14. Bereit oder nicht? Ich komme. Oh, ich hab dich, Margret. Ich muss sagen, das war ein ziemlich schlechtes Versteck. Nein, war es nicht. Stimmt's, Rosi? Mein Versteck war das Beste. Also zusammen sind wir ganz schön gut, nur wir drei, nicht wahr? Oh. Wann sind wir denn endlich wieder bei Rosi und Margret? Wir werden sie schon bald wiedersehen, Süße. Yippie! Papa, lass Emmy und Louis mal vorausgehen. Oh nein, Matteo. Ich möchte nicht, dass Margret und Rosi sich Sorgen um uns machen. Aber Louis wird das schon erklären. Hey, meine Güte, bist du schlecht gelaunt. Wir gehen alle zusammen und damit basta. Schnief, 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 es riecht nach Fisch. Njam, 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 lecker auf den Tisch. Ich hab mir noch mehr Spiele für heute Abend ausgedacht. Rosi, wir können nicht bei Bruno bleiben. Wir treffen uns am Nachmittag mit Edmund und den anderen. Aber sind wir nicht großartig zusammen? Kann nicht alles so werden, wie es früher war? Meine kleine süße Rosi, ja, es stimmt, wir haben gerade viel Spaß. Aber Margret und ich sind nun mal nicht mehr zusammen. Wir können nicht jeden Tag gemeinsam verbringen. Jeder von uns ist mit seinem neuen Leben glücklich. Und wenn wir uns treffen, haben wir viel Spaß. Das ist wesentlich besser so, glaub mir. Aber für mich ist das so nicht besser. Ich habe keine Lust mehr im Bau zu leben. Kann ich nicht bei dir bleiben, Papa?
Die Sache ist die, ich bin ganz schön überrascht. Ich habe was zu erledigen. Das ist nicht fair. Geh du nur, Bruno. Ich werde mich um Rosi kümmern. Du motzt, wenn Rosi da ist, und du motzt, wenn sie weg ist. Vermisst du sie etwa? Hä? Machst du Witze? Ohne sie haben wir viel mehr Spaß. Der Letzte ist ein faules Ei. Rennen ist eher was für Füchse. Es macht mehr Spaß, wenn sie da sind, findest du nicht? Okay, gut. Ein oder zwei Sachen sind bei den Füchsen gar nicht schlecht. Weißt du, Rosi, Kinder können eben nicht wissen, was das Beste für Erwachsene ist. Aber was ist mit mir? Ich werde mich nicht wieder in deinen Vater verlieben. Das ist nun mal so. Es gibt nichts, was du tun kannst, um das zu ändern. Ich weiß, Mama. Aber wenn du dich in dem Bau wirklich nicht wohlfühlst, könnten wir uns in der Nähe einen anderen suchen. Das ist eine gute Idee. Nun, ich würde Emmys Umarmungen vermissen. Du nicht? Was würdest du vermissen, wenn wir den Bau verlassen? Vielleicht mit Louis zu spielen und, ja, Emmys Küsse. Also, mir gefällt es, mit Rosi zu spielen. Kegeln, Jacks. Vergesst nicht, dass Margret euch beiden Jonglieren beigebracht hat. Ich mag es so sehr, wenn wir Musik machen. Okay, ja, die Musik ist gar nicht so schlecht. Ich weiß, tief in dir drin gefällt dir Edmunds besonderer Sinn für Humor. Ja, aber ich mag nicht all seine Witze. Ich mag es lieber, mit Louis um die Wette zu essen. Und Matteo vor Herausforderungen zu stellen. Und ich mag es, wenn Margret mit uns Sport treibt. Ihr beide macht ja nur Nickerchen den ganzen Tag lang. Okay, ich geb's ja zu. Emmy ist zuckersüß, Louis ist sehr nett und Matteo kann lustig sein, aber nur manchmal. Und es stimmt, dass Rosi nicht die ganze Zeit nervt. Hey, kannst du nicht aufpassen, wohin du gehst? Was sagst du? Du kannst doch nicht geradeaus gehen. Und es geht schon wieder los. Gut, wir werden dann mal gehen. Wir möchten unsere Mahlzeit in Ruhe und Frieden genießen. Wer zuerst wieder im Bau ist, ist der Beste in der Dachs-Fuchs-Familie. Meinst du nicht die Fuchs-Dachs-Familie? Abgemacht. Los! Ja! Die sind ziemlich lustig. Findet ihr nicht, dass wir die beste Familie im ganzen großen Wald sind? Überhaupt nicht an. Es sieht so aus, als ob sich die Fische über unsere Haken lustig machen. Wahrscheinlich haben sie heute Morgen gut gefrühstückt. Ja, eine große Schüssel voll mit Seetang. Das war ein bisschen zu laut, oder? Ist sowieso kein Fisch da. Bist du sicher? Ich bring meine Angelrute nach Hause. Und dann treffen wir uns am verlassenen Bau, okay? Okay. Rosi, kommst du mit? Ich habe gerade etwas ganz Lustiges über Martin herausgefunden.
Louis, lass sofort alles stehen und liegen und komm mit. Wohin denn? Es geht um Martin. Das musst du dir einfach anhören. Was anhören? Das Lachen von Martin. Aber du darfst nichts sagen, okay? Warte auf uns! Martin! Oh, toll! Ich wusste nicht, dass ihr auch mitkommt. Hey, Martin. Ja, hi, Martin. Wir sind hier einfach nur so. Nicht, um etwas Besonderes zu hören. Psst. Jetzt, wo wir schon mal zu viert hier sind, warum spielen wir nicht eine Runde Verstecken? Lasst uns doch lieber zusammen spielen. Wer bin ich? Oh, das ist eine tolle Idee. Kann ich anfangen? Oh, Mann, es wird langsam Zeit für einen Snack. Und für ein schönes, langes Nickerchen. Das ist einfach, es ist Louis. Bisher habe ich nichts Besonderes gehört. Psst. Okay, ich bin dran. Ich bin die Schnellste und die Klügste und die Schönste. Was? Um Himmels Willen ist das? Na, ist Martins Lachen manchmal nicht einfach nur lustig? Ja, wirklich unglaublich. Ich bin dran. Komm schon, folgt mir alle zu dem verlassenen Bau. Hier entlang. Oh nein, ich habe es mir anders überlegt. Gehen wir hier entlang. Nein, hier lang. Das ist typisch Matteo. Mach weiter, Louis. Du bist dran. Ah, ihr seid hier, Leute. Das ist toll. Das ist super toll. Das ist wirklich super toll. Das ist wirklich, wirklich so super toll. Danke, dass du uns mitgenommen hast, Matteo. Ich bin froh, dass wir das hören konnten. Ja, ich hab's euch doch gesagt. Martins Lachen ist so lustig. Huh? Was meinst du mit lustig? Es klingt wie eine Ziege, die Schluck auf hat. Es ging euch also die ganze Zeit nur darum, über mich zu lachen? Oh, bitte warte, Martin. Nein, das stimmt gar nicht. Spar dir lieber deine Worte. Ich hab's verstanden. Halt, warte, Martin. Hört auf damit, ihr beiden. Das ist jetzt gar nicht mehr lustig. Oh. Hey, Martin, hilfst du mir beim Pilze sammeln? Ich glaube eher nicht. Ich sollte mir stattdessen lieber neue Freunde suchen. Oh. Tada! Ich möchte ganz viele, ganz viele! Keine Sorge, Emmy, es sind genug Beeren für alle da. Wo wir gerade davon reden, wollte Martin nicht heute zu uns zum Essen kommen? Eigentlich... Es ist was passiert! Martin sucht sich neue Freunde! Was? Was geht denn hier vor sich? Oh, wir waren heute nicht besonders nett zu Martin. Aber das war nur ein Witz. Wir können nichts dafür, dass er ein so witziges Lachen hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, sucht sich Martin neue Freunde, weil ihr euch über ihn lustig gemacht habt? Nun, ja. Und wo wir gerade über witziges Lachen reden, Rosi, was ist denn ein normales Lachen? Ich finde, du lachst auch sehr lustig. Aber ich liebe Rosis Lachen. Es klingt wie ein kleines Ferkelchen. Okay, Kinder, ich glaube, ich habe eine gute Idee.
Wie wär's, wenn ihr Martin ein paar von unseren Himbeeren bringen würdet? Martin, bist du da? Martin! Hallo! Martin ist nicht hier, Kinder. Ich dachte, er wäre bei euch. Ist er auch. Es ist nur, wir spielen Verstecken. Er sucht sich wirklich neue Freunde. Hast du ein Problem, du Verlierer? Nein. Ich hab mich nur gefragt, ob, ihr zwei vielleicht Verstecken mit mir spielt? Mit dir Verstecken spielen? Und warum sollten wir das tun, hä? Um Freunde zu sein? Freunde? Träum weiter, Kumpel! Also ehrlich, hast du das gehört? Ist er. Jetzt kommt es auf euch beide an. Los, mach schon, du zuerst. Nein, du. Wir haben überall nach dir gesucht, Martin. Wir würden gern mit dir reden. Ja, und wir haben dir einen Snack mitgebracht. Es tut uns leid wegen vorhin. Ach, macht euch keine Gedanken. Das ist schon vergessen. Wenn ich noch mal einen Lachanfall habe, macht ihr euch wieder über mich lustig? Es wird sehr schwer, nicht zu lachen, aber... Werden wir nicht. Okay, das ist geklärt. Machen wir jetzt Baumstammspringen? Ja! Martin? Okay, wenn ihr möchtet. Sehr gut gesprungen. Du machst Witze, oder? Sie wäre fast hingefallen. Wir haben uns doch geeinigt, keine Witze zu machen. Ja, sehr gut gesprungen. Für eine taube Nuss. Na los, du bist dran, Martin. Es tut gut, sich mal ein bisschen durchzuschütteln. Du weißt, dass du mit uns lachen kannst, wenn du das möchtest, Martin. Ja, ich weiß. Aber ich möchte gar nicht so gerne. Warum denn nicht? Ich habe Angst, dass ihr dann wieder über mich lachen werdet. Oh, es tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Ich hätte dich nicht verspotten sollen. Es ist auch meine Schuld. Dein Lachen ist großartig. Ja, dein Lachen ist einfach perfekt. Und das Wichtigste ist, es ist dein Lachen. Und niemand wird dir dieses Lachen stehlen, das ist sicher. Wir lieben dich einfach so, wie du bist. Und mit deinem Lachen. Danke, Leute. Das ist schön zu hören. Genau wie dein Lachen. Ich bin dran. Passt auf, das wird euch jetzt wegpusten. Ist alles okay, Louis? Ja, alles okay. Nur ein kleines technisches Problem. Ha ha ha!
tatsächlich alle von den Beinen, wenn wir anfangen zu lachen. Na klar, natürlich. Deshalb sagt man ja auch, sich wälzen vor Lachen.